Hallo und herzlich willkommen bei der Herzensfamilie. Heute möchten wir euch eine wunderschöne und spannende Buchreihe vorstellen, die wir durch unseren großen Sohn kennenlernen durften. Er wurde diesen Sommer eingeschult und zum Schulbeginn gab es von der Initiative Lesestart von der Kinderbibliothek Band 1 von der Buchreihe Die Schule der magischen Tiere von Margit Auer. In den ersten Tagen blieb das Buch noch im Beutel verschollen, weil wir uns erstmal in die neue Situation Unser Kind geht in die Schule eingewöhnen mussten. Und auch unser Großer war nach einem Schultag erstmal geschafft. Aber zum Wochenende holten wir das Buch dann raus und waren alle schnell in den Bann der Geschichte gezogen. Und so zog dann auch sehr bald darauf Band 2 bei uns ein. Und wir waren sehr überrascht und freudig gestimmt, als wir in der Buchhandlung sahen, wie viele Bände es noch von der Schule der magischen Tiere gibt. Uns war klar, dass wir diese wohl alle nach und nach kaufen und lesen werden. Wir waren nämlich alle in der Familie gespannt, wie es mit den Hauptfiguren und ihren magischen Tieren weitergeht und was sie als nächstes erwarten würde. Wir sitzen beim Lesen wirklich alle zusammen und haben eine richtig schöne Familienlese-Kuschelzeit, weil die Geschichten spannend, lustig, kindgerecht, humorvoll, warmherzig, turbulent und interessant geschrieben sind. Den zweiten Band haben wir sogar an einem Tag während der Autofahrt durchgelesen, weil wir unbedingt wissen wollten, wie die Geschichte weitergeht und das Lesen so viel Spaß machte. Mittlerweile sind wir nun bei Band 3 angekommen und es nähert sich auch schon wieder dem Ende zu, weil wir fast jeden Abend versuchen, ein Kapitel weiterzulesen, um zu erfahren, was die Titelperson als nächstes erleben. Und nun geht unser Großer schon 11 Wochen zur Schule und kann mich bei einigen Wörtern beim Lesen sogar schon gut unterstützen und entwickelt immer mehr eigene Leselust. Ihm gefallen die Geschichten der Schule der magischen Tiere so sehr, dass er sehr motiviert ist, schnell das Lesen zu lernen, um selbst die weiteren Bände zu lesen und nicht mehr darauf angewiesen ist, dass wir Eltern Zeit haben. Denn das fällt ihm manchmal sehr schwer, wenn wir an einer gerade sehr spannenden Stelle pausieren müssen oder abends doch mal nicht die Zeit finden, weiter vorzulesen. Aber nun mal kurz dazu, worum es eigentlich in dieser Buchreihe geht. Die Titelfiguren der Geschichte besuchen alle eine Schule. Die Wintersteinschule. In dieser besagten Schule gibt es eine Klasse, die alle zusammen ein Geheimnis bewahren. Die Schüler aus dieser Klasse können ihren besten Freund finden, mit dem sie alles teilen können. Freude, Spaß, Kummer, Erfolg und vieles mehr. Und diese besten Freunde sind die sogenannten magischen Tiere. Das Besondere an diesen Tieren ist, dass sie sprechen können. Allerdings nur mit dem ihm anvertrauten Freund. Und so erleben die Schüler der Wintersteinschule immer wieder neue, aufregende Schulabenteuer mit ihren magischen Tieren. Durch die liebevolle und spannende Art zu schreiben, gelingt es der Autorin, die Kinder mit auf die Reise zu nehmen und die Figuren wirken wie der Freund oder Nachbar von nebenan. Unser Großer kann sich sehr gut in die Titelfiguren hineinversetzen und sich mit ihnen identifizieren. Er lernt beim Lesen viel über die Gefühle der verschiedenen Figuren und auch über Freundschaft. So verbindet diese Buchreihe viel miteinander. Eine bunte Mischung aus Spannung, Abenteuer, Empathie lernen, Freundschaft und vor allem Lesespaß. Für uns in der Familie ist es schön, dass wir diese Buchreihe entdeckt haben und viele schöne, gemeinsame, gemütliche Stunden damit verbringen können. Was denkt ihr? Wäre das auch eine Buchreihe für eure Kinder und euch? Erzählt doch mal, ob ihr euch vorstellen könnt, die Bücher zu lesen. Wir hoffen, euch hat es gefallen, unsere Gedanken zur Schule der magischen Tiere zu hören und wir könnten euch motivieren, auch den ein oder anderen Band mit euren Kindern zu genießen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen, wenn euch unser Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr von der Herzensfamilie hören wollt, freuen wir uns sehr über ein Abo von euch. Alles Liebe, bis bald, eure Herzensfamilie.